Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play oder Let's Show Retro-Gedöns-Text-Adventure. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, ich habe ja Valjean mal am Ankündigungsvideo angekündigt, ne? Ankündigungsvideo angekündigt, weil doppelt und dreifach ist total lustig. Und ich dachte mir einfach, dann zeige ich euch das mal. Es ist ein schönes Adventures von den Machern, die besser bekannt sind als die Byte Riders. Da sind sie auch. Sebastian Brockhammer und Steve Kupps. Die haben auch noch andere Giganten gemacht. Vielleicht kennt einer noch Logan, aber Valjean war für mich eigentlich immer, ich sag's mal einfach, die Adventure-Parodie-Referenz. Und natürlich, weil wir ja noch nie in einem Leben einen Adventure kennengelernt haben, fangen wir einfach mal mit den Instructions an. Ich drücke einfach mal F3 und los geht's. Für die Leute, die das wissen wollen, ich habe hier eine Karte rumliegen. Das heißt, ich weiß ein bisschen, wo es lang geht, weil sonst würde, glaube ich, das Text-Adventure doch ein bisschen langatmig. Und das muss ich euch nicht antun. Ihr seht, das ist von 1990. Im Golden Disc waren so Sachen, ja, so Monats-CDs halt. Und die haben da ein bisschen was rausgebracht. Da sind die ganzen Credits, das finde ich auch so, except Günni. Was hat Günni falsch gemacht? So, Zeit für die Einleitung. Joystick oben, schneller. Joystick unten, stopp. F1, Anleitung ausdrucken. Space, Spiel beginnen. Nein, brauchen wir nicht. Valjean. Unsere kleine Geschichte spielt im tiefen Mittelalter zu einer Zeit, als es noch böse Hexen, Drachen, Zauberer und verwegene Helden gab. Aber keine Umlaute, wie man sieht. Zu dieser Zeit lebte auch unser Held Dirk. Er war vom Beruf Ritter. Der ein oder andere macht auch mit diesem Namen Let's Plays. Nicht oft, aber manchmal. Dies hat allerdings nicht besonders viel zu sagen, da in dieser Zeit so ziemlich jeder zweite Bewohner des Landes, die Rokwania, ein Ritter war. Tja, kannst mal sehen. Sie lebten alle mehr oder minder glücklich unter der Regentschaft eines weisen Königs, als plötzlich eine gar furchtbare Bedrohung ihr friedliches Leben zerstörte. Killer Karnickel! Ja, dieses Adventure nimmt sich total ernst übrigens, also gelacht wird hier definitiv woanders. Diese menschengroßen, schwer bewaffneten Nager kamen aus dem Hinterland ins Reich und brachten Tränen, Blut und Chaos. Ja. Sie terrorisierten das Land für viele Jahre und es schien unmöglich, ihnen Einhalt gebieten zu können, bis eines Tages ein Mann aus dem Volke aufstand und ihnen Paroli bot. Dirk, der Feige. Ja, wie schon gesagt, ich verlinke gerne nochmal seinen Kanal. Nun, wie der Name schon andeutet, war dieser Mann nicht gerade das, was man sich über einen tapferen Ritter so vorstellt. Nö, kann ich euch sagen, ist auch echt nicht. Nichtsdestotrotz wagte er die Rebellion gegen die langohrigen Despoten und metzelte sie im Alleingang binnen einer halben Stunde nieder. Das sah er an seiner imaginären Sanduhr. Als man ihn später zu seinem Motiv für diese wahrhaft glorreiche Tat befragte, gab er zu, unter dem Einfluss von Drogen gehandelt zu haben. Liebe Kinder, Gewinner nehmen keine Drogen. Und sich die ganze Sache auch nicht erklären zu können. Der König rief ihn dann auch dies bald in sein Schloss und bot Dirk als Belohnung für seine Erlösung der Rokwanias vom Joch der Rüben-Naga die Hand seiner Tochter, der liebenden Prinzessin Gwendolyn. Vorher allerdings sollte Dirk noch einmal seinen Mut unter Beweis stellen, indem er sich in das königliche Verlies begab und dort seinen Unwesen treibenden Riesen töten, als Beweis dafür, dessen Kopf dem König bringen sollte. An dieser Stelle setzt nun das Spiel an, töten sie den Riesen, beweisen sie dies dem König durch Übergabe des Kopfes und erlangen sie Ruhm, Reichtum, Macht und die Hand der lieblichen Prinzessin. Ich nehme an, dass die meisten schon einmal ein Adventure gespielt haben. Gebe hier aber trotzdem noch ein paar kleine Hilfen für alle Neulinge auf diesem Gebiet. Der Parser ist so konzipiert, dass er sowohl komplette Sätze als auch einfache Zwei-Wort-Befehle versteht. Lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf und geben Sie ruhig auch mal Dinge ein, die beim ersten Betrachten sinnlos erscheinen. Oh ja, das tun Sie hier wirklich. Das Adventure spiegelt gelegentlich einen recht skurrilen Humor wider. Deswegen, wir sind in Deutschland ist Humor eine ganze Sache. Lässt sich jedoch fast ausschließlich durch logisches Nachdenken und Handeln lösen. Nee, tut es nicht. Aber das werden wir später noch sehen. Hier nun ein paar der wichtigsten Befehle im Überblick. Inventar. Hilfe. Frage. Nimm. Lege. Untersuche. Grabe. Blicke. Benutze. Gib. Töte. Load. Und save. Warum heißt denn das nicht laden und speichern?
Diese Befehle sollten im Prinzip zur Lösung des Spiels ausreichen. Es werden natürlich auch viele Synonyme und verschiedene Befehle akzeptiert. Sie können auch mehrere Befehle hintereinander eingeben, die sind dann durch einen Punkt voneinander zu trennen. Bei Load und Save kann man wahlweise auf Disk oder RAM zugreifen. Es ist ratsam, sich dafür eine eigene formatierte Diskette bereitzuhalten, auf die man bis zu 26 verschiedene Spielstände speichern kann. Im RAM findet jeweils ein einziger Spielstand Platz. Noch ein wichtiger Tipp. Nehmen Sie niemals die Spieldiskette aus dem Laufwerk, bevor Sie nicht vom Programm dazu aufgefordert werden. Die rote NED erloschen ist. Nun aber genug Gelaber, drücken Sie Space und es geht los. Steve und Basti bei Byte Riders 1990. Und dann drücken wir auch Space. Das war die kleine lustige Einleitung und die lustige Vorgeschichte. Ja, es geht hier gegen die Armee der Killer-Kanickel. Ja, da schreit der Hasenzüchterverein aus Selm aber auf. Ja, ist es wirklich so. Hier ist der Hase der Feind. Ne? Wer immer schon was gegen Bunnies hatte, hier ist die Chance, sie endlich loszuwerden. Wir warten diese interessante Ladesequenz an. Ich kann ja schon mal ein bisschen erzählen, die Byte Riders haben auch noch andere Adventures gemacht, die man vielleicht kennen könnte. Logan, Crime Time, Brubaker, da war glaube ich noch irgendeins, was mir jetzt wahrscheinlich nicht auf Anhieb einfällt. Aber die Jungs hatten immer einen sehr skurrilen Humor. Aber Vajan war für mich das Ding, was man kennen muss. Und das ist so neben, ich glaube, da ist die Musik. Genießt auch diesen unglaublich guten Soundtrack. Schön. Jetzt mache ich natürlich meine wunderbare Erzählstimme. Lege er doch bitte die Rückseite der Originaldiskette in sein Laufwerk. Und er wird dies nun tun. Zelebriert nun das Let's Play eures Vertrauens. Dann müssen wir einfach mal die Seite wechseln. Das machen wir ganz interaktiv. Tja, und legen einfach rein und drücken die Leertaste. Und schon wird geladen. Viele Leute kennen ja nur geladen von irgendwelchen Shootern, aber nein, hier wird wirklich geladen. Du befindest dich im Thronsaal des Königs von Derogvania. Auf einem in der Mitte des Raumes platzierten Thron sitzt Selbiger und sieht dich erwartungsvoll an. Zu seiner Rechten steht ein grimmiger Wächter, der eigentlich nur darum steht, damit sich der Wächter zu seiner Linken nicht so einsam vorkommt. Mögliche Richtung Süden. Du siehst Thron. Natürlich können wir, ist ja logisch, nimm Thron. Und überraschend, der Thron ist zu schwer. Wer konnte damit rechnen? Also gehen wir Richtung Süden. Was vermag uns im Süden? Sonne, Meer. Wilde Orgien, wir wissen es nicht. Aber jetzt wissen wir es. Du erreichst den Wartesaal. Er ist wahrscheinlich dazu bestimmt, um sich irgendwo hinzusetzen und auf irgendwas zu warten. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon, außer den Programmierern. Mögliche Richtung Norden, Süden, Osten, Westen. Wir wollen aber nach Osten. Go East, where the... Ne? Ich werde noch andere lustige Anspielungen bringen, weil dieses Spiel ja auch sonst viel zu ernst wäre. Du stehst in einem Korridor, der in alle vier Himmelsrichtungen verzweigt. Einfach so, in alle vier. Tja, was für eine sonderbare Begebenheit aber auch. Und von hier aus gehen wir nach Norden, denn wir möchten jemanden besuchen. Und es ist nicht die kleine Oma von nebenan. Nein, wir haben ein Ziel. Also nicht im echten Leben, aber hier schon. Dieser Raum scheint der Speisesaal zu sein. Dein detektivisch geschulter Verstand stellt mit unglaublicher Präzision fest, dass sich hier die königliche Familie jeden Tag zum Gemeinschaftsfraß einfinden musste. Am Durchgang zur Küche steht der Hofner und wirft dir einen unsagbar gelangweilten Blick zu. Das nutzen wir doch aus. Der Hofner baut sich breitbeinig vor dir auf und sagt: Hä? Wenn du jetzt mit einer Raubkopie spielst, bist du geliefert. Was steht auf Seite 34 Absatz 7 Wort 11 in der Anleitung? Natürlich wissen wir das nicht. Also, sprechen wir nochmal an. Ja, das war leider falsch. Ich kann dir zwar nicht beweisen, dass du eine Raubkopie besitzt, fordere dich aber trotzdem hiermit auf, alle Cracks sofort zu vernichten. Als Belohnung nimm dies. Er drückt dir einen Schlüssel in die verschwitzte Hand. Ja, so war das damals mit den Raubkopien.
Hast du sie vernichtet, wurdest du dafür belohnt. Tja, leider ist aus dieser Zeit nichts mehr geworden. Wir gehen weiter Osten. Mal gucken, wo wir da landen. Also die ersten Sachen sind natürlich noch im Schloss, das könnt ihr euch denken, aber wir werden auch noch ins Weilfeld kommen. Als du die Küche betrittst, bricht dir der Schweiß aus allen Poren. Warum muss es in solchen Räumen immer so verflucht heiß sein? Der Koch steht beim Herd und blickt von seinen Kochtöpfen auf, als er dich bemerkt. Was du wollen hier? Du nix haben verloren in meiner Küche. Wenn du dich wollen machen, nützt nicht. Dann fange Missfliegen oder wische Fußboden auf. Er widmet sich wieder seinen Kochtöpfen und du beginnst, die hier herumschwirrenden Fliegen zu zählen. Nach der 711. Fliege wird dir die Sache zu langweilig und du beginnst ergiebig in deiner Nase zu popeln. Und was tun wir da, wenn er uns das schon auf... Dann nehmen wir die mit. Dein Wunsch sei mir Befehl. Na? Ihr kennt das ja, der Herr der Fliegen. Und so fing's an. Wir gehen wieder raus. Und können gleich mal irgendwas Lustiges mit den Fliegen machen. Die Ladezeiten sind ein bisschen, das war halt damals so. Da müssen wir halt ein bisschen drüber hinwegsehen, aber glaubt mir, so verdammt lang ist das nicht. Das kriegen wir relativ einfach hin. Ihr werdet sehen, wenn wir so ein paar mehrere Schlüssel haben, dann wird es eigentlich interessant. So, wir gehen nach Westen. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Nee, da waren wir noch. Im Wartesaal waren wir. Dann müssen wir nochmal nach Westen. Und dann geht's gleich nach Süden. Und dann können wir bald gleich wieder was klauen. Genau, hier waren wir noch nicht. Du betrittst den Raum und zuckst erschrocken zusammen, als du dir gegenüber ein genaues Ebenbild deiner selbst siehst. Erschrocken willst du schon die Flucht ergreifen, als du bemerkst, dass es nur dein eigenes Spiegelbild ist. Der König scheint ziemlich eitel zu sein. Da fasst der ganze Raum mit großen, blitzeblanken Spiegelbild ist. Der König scheint ziemlich eitel zu sein. Mit blitzeblanken Spiegeln ausgestattet ist. So rum. Du siehst Spiegel. Natürlich. Wir sind ja auch eitel. Mann, sehe ich heute wieder gut aus. Ja, ein Gefühl, das die meisten Let's Player jeden Morgen kennen. So, dann sind wir da. Dann müssen wir jetzt nach Süden, ne? Und dann nochmal nach Westen. Und dann können wir schon wieder was klauen. Wenn ich das jetzt richtig habe, wenn ich meine eigene Karte richtig lesen kann. Wenn ich sie nicht lesen kann, habt ihr viel mehr zu lachen. Ah, genau. Der Korridor macht an dieser Stelle eine scharfe Biegung. Unauffällig biegst du ihn wieder gerade und gehst pfeifend weiter. Und gehst wieder nach Westen. Und hier müssten wir wieder Unsinn haben. Und da könnten wir gleich schon, glaube ich, irgendwie den nächsten Schlüssel kriegen, tatsächlich, glaube ich. Tja, das waren noch alte Zeiten. Du hast das königliche Schlafzimmer entdeckt. Seltsamerweise sieht es hier genauso aus wie in jedem Schlafzimmer. Deine Gedanken beginnen zu wandern und du stellst dir vor, wie der König und die Königin des Nachts in diesem Bettchen. Aber lassen wir das. Wir wollen ja jugendfrei bleiben. Und natürlich, wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir die Rüstung natürlich auch gleich mit. Ne? Dann gehen wir wieder raus. Also meistens ist das eigentlich immer so. Man sucht hier ein Screen nach dem nächsten und macht dann weiter. So, da waren wir. Können wir natürlich jetzt nach Norden. Mal gucken mal, was im Norden alles so Schönes ist. So, da sind wir da im Spiegel. So. Da können wir raus. Dann können wir auch hier gleich einen Cut setzen. In der nächsten Folge kann ich schon mal sagen, gehen wir weiter auf die Suche nach den Schlüsseln. Oh, da ist ein neuer Text. Gut, den lese ich in der nächsten Folge vor. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten und gleich geht es weiter mit. Oder beim nächsten Mal, oder wann auch immer ihr das seht, mit dem zweiten Teil von Verjan. Seid gespannt. Tschüss.